und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play, und zwar Condiment. Ja, wir wollen mal in die Rolle eines FBI-Agenten schlüpfen und mal gucken, was man da so alles erlebt. Ja, ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, deswegen das spiele ich jetzt komplett blind und ja, feuerfrei. Welche Schwierigkeit? Ja, wir sind eher so normal. Ja, wir sind normal. Toter Vogel? Okay. Na. Von Sega und den Warner Brothers. Da laufen wir gleich so auch noch so ein paar Looney Tunes über die Ecke. Das wäre vielleicht mal eine ganz lustige Sache. Deine Hasen? Nein, keine Hasen. Leicht verstörende Überblendung. Aha, Condiment Criminal Origins. Oh, so ein bisschen freue ich mich schon drauf. Es ist zwar nett, das neueste. Okay. Ja, man sieht's, es ist nicht das neueste Spiel. aber ich denke, das wird unheimlich Spaß machen. Und das wird auch mein erstes großes Let's Play werden. Mit Facecam! Ach du Scheiße, sind wir da? Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. Wir haben anscheinend auch nicht so gut geschlafen. Wir sehen schon so ein bisschen alt und verknittert aus. People are scared. We need to get this one. Follow me. Body's this way. I'm getting too old for this. Wir werden langsam zu alt für den Scheiß. Ja. Wie bei Lethal Weapon. Wir werden langsam zu alt für den Scheiß. Können wir rennen? Können wir nicht rennen? Wir müssen doch irgendwie rennen oder hüpfen. There's nothing outside. The body's in the building. Und die Kamera befindet sich ein ganz wenig im Weg. So, jetzt kann ich vielleicht auch die Schrift ein bisschen besser lesen. Ducken. Wie ducken wir uns? Ah, okay. Come on, let's go. Body's rotten as we speak. The patrolman on duty said there was a mannequin involved, just like the matchmaker. Whole damn city's crawling with sick killers. Okay, unser Ziel, folgen Sie den Detektiv Dixon zum Tatort. Ich finde, Dickinson ist irgendwie ein ziemlich interessanter Name für einen Detektiv. Irgendwie so ein bisschen so Standard, wie Agent Smith oder sowas. Why do they always have to kill in such maggot-infested dumps? Why can't they pick a nice spot without addicts and gang members for once? Some place not so damn dark. Sonst wäre es langweilig, so ein bisschen dunkel muss es sein. Guck mal, hier hat er schon eine Strichliste gemacht. Nearly shot the bastard. Come on, this place is creeping me out. Naja, es geht. Es geht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier so ein bisschen mehr auf Horror gemacht ist oder ein Shooter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall das Setting, das könnte hier ein Horrorspiel werden, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ja, komm, geh. Geh. Your stupid car broke my light. Better turn yours on. I hear you're afraid of the dark. Wupp, wupp, wupp. Ja, wir haben eine eigene Lampe, das ist schön. Ich mag eigene Lampen. Ja, können wir jetzt auch mal endlich rennen? Ich würde gerne irgendwie ein bisschen schneller vorwärts kommen. Was denn? Ja, wir haben einen verfaulten Vogel aufgesammelt. Einfach weil wir es können. Ich weiß nicht warum. Wo sehen? Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Er ist der Killer. Leute, er ist der Killer. Merkt euch meine Worte. Wir werden garantiert jetzt von dem irgendwie hinterrücks erschossen oder sowas. Ach, da ist er. Becker hier. FBI on the scene. Over and out. Copy that. Agent Thomas, this is Officer Becker. Hi, Becker. Becker found the body on patrol.
Warum warte? Oh. Okay. Du treibst dich also hier in diesen Gebäuden rum. Wir sollten uns mal unterhalten. Ganz klar. Oh Mann, verhören wir jetzt hier jemanden? Der. Sick bastard. Was? Thomas. Hello, Thomas. This is Lieutenant Rosa. I'm your lab tech again. Hi, Rosa. Our wireless data transfer system enables you to investigate and collect evidence at the scene of the crime and transmit it to me for analysis. When I have results, I'll contact you via your cell phone. All right, let's get to work. Let's start by determining the cause of death. When your instincts tell you evidence is nearby, prepare a forensic tool. The system will select the correct tool for you, so don't worry about that. Okay. Wir untersuchen. Wir untersuchen. Ich würde... Mit dem Werkzeug... Finden Sie Beweismittel. Die Kamera ist echt voll im Weg. Ach du Scheiße. Nähern Sie sich der Leiche. Ich bin doch... Ich trete doch schon drauf! Zählt... Was will... Das ist die Leiche hier doch. Was soll der denn? Da ist die Leiche. Hier, guck doch mal. Da ist die Leiche. Du sollst einfach nur... Egal was... Ich hab die Leiche gefunden! Ah. Use the UV light on the corpse and find the trauma point. It'll glow a bright purple. Da. Aktivieren. Lass mal aktivieren. Ja. Ich hab doch was gefunden, seid ihr all doof. Hä? Was spielst du? Was spielst du? Ja? Sehen wir noch mehr? Ja? Du oder... Aha, aha, guck mal, wie du leuchtest hier. Bei dir ist Dreck am Stecken. Nein, ich will... Ich will doch einfach... Ah, ah, damit geht das. Reicht das? Okay. Strangled by hand. Very forceful. Finger marks clear, except bruise intensity indicates the killer's right-handed and missing the index finger on that hand. Naja, also dem Täter fehlt immer ein Zeigefinger oder sowas. Warum nicht? Das macht es uns nur leichter. Okay. Dann sollten wir mal unbedingt hier hinten nachsehen. Irgendwo hier. Ich weiß nicht, wie man das Werkzeug benutzt. Ach, okay. Run the laser light over the crime scene, and if there's evidence, it will show up a bright green. Hey Becca, get the lights. The agent's laser works better in the dark. Ja, das kann ja an sich eigentlich nur da sein, ne? Das ist ein Chaos hier. Du sollst das nehmen! Um aktivieren des Werkzeugs drücken. Ja, was denn? Okay. Hier, das, diese ganzen Tasten hier, das ist der Hammer. Aha! Tschakka! Exact same MO as the others? It's the work of a guy we've been calling the matchmaker. Kills young women violently, poses them in grisly tableau with male department store mannequins. Mannequin always slightly disfigured by a mark on the face. But why? Any luck on the mug book searches? I bet the killer has the same mark. No luck so far. Okay. Becker, no smoking at a crime scene. Ja. Smoke. Well, someone was. Überhaupt nicht. It's coming from in here.
Oh, wer hat geraucht? Wer hat hier drin geraucht? Ja. Raucher werden mit dem Tode bestraft. Dang it. I can smell the cigarette smoke. Man nennt mich auch Marlboro. Mit mir stirbt man schneller. Ach, der ist hier durch die Treppe abgehauen. He's right above us. Call for backup now. This is Officer Becker. We need backup immediately. Fourth and Stark. Potential homicide suspect still in building. Officers are on their way. ETA 10 minutes. Copy that. Becker and I will head up the fire escape. You wait here for backup. Ja, schickt uns nur vor. Okay, now he's playing with us. Change of plans. Becker, secure that door. Thomas, check out the building and get these lights back on. Ah, wir legen erstmal unser Gesicht in Falten. Ganz einfach. Oh Mann, unser Charakter sieht irgendwie nicht sonderlich gut aus. Dem hat das Leben nicht so gut mitgespielt. Und alle Leute sehen aus wie Verbrecher hier. Sooner we finish up here, the better. Let's go. Okay, jetzt geht's los. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man rennt hier. Das ist so furchtbar. Oh. And for Christ's sake, be careful. Ja? Okay. Die gucken oben an den Verbrecher und wir schalten das Licht ein. Agent Thomas, Officer Becker. I don't know if they're on a new drug or not. Thomas Dickinson, there's one coming your way. Addict amped up on something. Oh. Oh. Vollgedröhnte Junkies. Auf 12 Uhr. Federal Agent, come out peacefully or I will use force. Oh nein! Oh yes. The city's full of them now, Thomas. Addicts, vagrants, psychotic individuals gone terribly bad. They come in all kinds, but mostly violent. Be careful. Mir geht's irgendwie nur auf den Zeiger, dass ich ihn trennen kann. Hier ist noch einer, oder? Hallo? Hallo? Lebt er? Da läuft noch jemand rum. Bisschen Frust an den Leichen auslassen, warum nicht? Ich hab doch hier irgendjemand gehört, ey. Das gibt's doch nicht. Okay. Drück R, um Munition zu prüfen. Wir überprüfen Munition. Und wir haben noch genug. Das ist wunderbar. Okay, sparsam mit Munition. Alles klar. Okay, warum nicht? Man braucht auch gar nicht so viel Munition. Ich meine, wir können ja treten. Auch Regale. Ein bisschen. Wir haben so einen leicht leicht durchsichtigen Fuß und transparent. Wir treten einfach durch alles durch. Wow, wir konnten wirklich ein Objekt bewegen mit unserem Fuß. Wie geil. Normalerweise treten wir ja durch Regale anscheinend durch. Haben wir hier Dosen, keine Munition. Nein. Wie gesagt, Munition wird irgendwie überbewertet. Ich würde ja unglaublich gerne rennen. Ohne Witz, ich würde so gern rennen. Wow, also irgendwie ist das hier unheimlich. Und ich habe mich gerade echt ein bisschen erschreckt. Okay. Da ist er. Oh, er tarnt sich, aber... Ja, wir sehen ihn dann dennoch. Bäm! Ha, komm doch! Jeder Schuss ein Treffer. Hast du Munition? Hä? Hast du Munition? Hä? Hä? Komm, rede mit mir! Hast du Munition? Nein, hat er nicht. Okay. Die
weiß auch nicht, wie viel wir jetzt hier überhaupt an Magazinen oder sowas haben. Wir laufen einfach mal. Oh, wir können rennen! Oh, wir können seit neuestem rennen. Wie geil. Warum wir das vorher noch nicht konnten, ist ein wenig unklar. Jetzt können wir es auf jeden Fall. Hallo? Hat er gerade was gesehen? Ist hier wieder ein Junkie? Leute, hier sind noch mehr Junkies. Wir haben hier noch ganz schön viele Junkies. Hey, Polizei! Polizei!